Gut, damit herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel morgen beim Hamburger SV. Ich darf unseren Trainer Stefan Leitl ganz herzlich begrüßen. Und Stefan, wie ist die personelle Lage vor dem Auswärtsspiel morgen? Ja, erstmal schönen guten Tag von meiner Seite auch. Ja, die Lage, die ist sehr entspannt. Wir hatten ja die Situation mit Sebastian Ernst, Marco Meierhöfer, Robin Kerr. Die Jungs, die haben die komplette Woche über mittrainiert, sind schmerzfrei, sind belastbar und geben ein gutes Feedback. Von daher ist natürlich die Auswahl des Kaders dann auch und gibt uns mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir den Paul Seguin, der noch angeschlagen ist. Und ja, im Nachgang an die Pressekonferenz werden wir sehen, ob er trainieren kann. Sollte er trainieren können, steht er natürlich zur Verfügung. Sollte er nicht trainieren können, wird er dann auch die Reise nicht mit antreten nach Hamburg. Vielen Dank, Stefan. Eröffnen wir gleich die Fragerunde mit Martin Czarno. Was für einen Eindruck hatten Sie denn von der Mannschaft, wie die mit diesem Ergebnis und diesem Auftritt am Sonntag umgegangen sind? Ich habe das ja schon direkt nach dem Spiel gegen Kiel angesprochen, dass wir dieses Spiel schnell abhaken werden. Das haben wir auch getan. Ja. Wir sind seit Dienstag in Vorbereitung auf das Spiel gegen Hamburg und von daher sind wir da auch nicht mehr groß auf diese Partie eingegangen. Ich glaube, wir haben deutliche Worte gefunden für dieses Spiel, haben das auch dementsprechend angesprochen, aber es war schnell abgehakt. Martin? Dann eine Frage zu diesen Dreien, die Sie seit Wochen beschreiben, Ernst, Meierhöfer und Kehr. Wenn die jetzt mit der Mannschaft mittrainieren, heißt es aber wahrscheinlich nicht, dass sie automatisch schon eine Option für 90 Minuten sind, oder? Das sicherlich nicht, aber sie erweitern unsere Optionen im Kader. Und alle drei sind so weit fit, dass sie auch spielen können. Vielleicht nicht über die gesamte Distanz, aber sicherlich ja, als Spieler, die uns dann nochmal weiterhelfen, um unser Ziel dann zu erreichen. Und das ist schön zu sehen, weil wir einfach, und auch da unsere medizinische Abteilung richtig gut gearbeitet hat und wir einfach schon ja, eigentlich mit ihnen erst in der Länderspielpause geplant hatten. Und ist jetzt doch so, dass sie diese Woche komplett mittrainiert haben. Und ja, von daher für uns im Trainerteam schön zu sehen, dass wir über mehrere Optionen dann auch verfügen. Der HSV ist noch ungeschlagen in der Liga. Nein, stimmt gar nicht. Das Derby haben sie verloren. Zu Hause aber ungeschlagen. Ja, sagen wir es so. Nein, aber kann man die Vorbereitung auf das Spiel gegen wieder einen großen Verein denn vergleichen mit den Trainingswochen vor den Spielen in Stuttgart zum Beispiel? Also mussten sie einfach nur ihre Schablone wieder rausholen und die auch auf die vergangene Trainingswoche legen? Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt gegen einen vermeintlich kleineren Gegner in irgendeiner Art und Weise anders vorbereiten als gegen einen großen Gegner wie den Hamburger Sportverein. Es ist einfach so, dass jetzt in Hamburg in meinen Augen ja, die beste Mannschaft der Liga auf uns wartet und das ist für uns sowohl physisch als auch mental eine sehr große Herausforderung und der wollen wir uns einfach stellen und wir wollen einfach an die Leistungen der vergangenen Wochen in Ausnahme des Kiel-Spiels einfach anknüpfen und das ist unser Ziel und wenn wir das auf den Platz bringen, dann werden wir auch ein gutes Spiel zeigen und da bedarf es auch keiner besonderen Vorbereitung auf den HSV. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt, das ist individuell eine richtig gute Mannschaft. Sie haben einen sehr, sehr guten Trainer, ja, der dieser Mannschaft eine klare Handschrift gegeben hat. Sie haben ein gutes Positionsspiel. Sie spielen die gleiche Grundordnung wie wir. Und von daher, ja, wir müssen, wie ich es schon gesagt habe, einfach in jeder Phase des Spiels hellwach sein und müssen einfach versuchen, als Kollektiv da eine gute Leistung auf den Platz zu bringen.
Können Sie vielleicht so ein bisschen näher beschreiben, wie Sie den HSV auf Fürth zukommen sehen? Was sind die absoluten Stärken dieser Mannschaft? Ja, ich glaube, die größte Stärke ist, dass sie auf jeden Gegner oder jeden Gegner bespielen können. Sei es ist eine Mannschaft, die im Pressing spielt, also sie können Pressing-Situationen gut auflösen, weil sie einfach über ein sehr gutes Positionsspiel verfügen. Sie haben individuelle Qualität, gerade in der vorderen Reihe mit Hinterseher, mit Harnik, vor allem mit Sonny Kittel, haben in der Hinterhand Khaled Naray, Jatta, wo sie nachlegen können. Also die sind schon individuell einfach auch gut vorne besetzt. Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, die richtige Balance im Spiel zu finden, aber auch mutig zu sein und mutig zu agieren. Das heißt, wenn wir dann im Ballbesitz sind, auch versuchen, Fußball zu spielen und unseren Ansatz auch nicht aus den Augen verlieren, sondern wir haben jetzt auch in den Wochen bewiesen, dass wir einen guten Ball spielen können, und das wollen wir eben morgen in Hamburg auch versuchen. Und es gibt Räume und es gibt Möglichkeiten, wo wir dem HSV vielleicht auch gefährlich werden können, und da liegt es allein an uns, wie wir diese Räume bespielen und wie wir uns dann im 1 gegen 1 durchsetzen und dementsprechend dann auch die Torchancen, die sich dann ergeben, einfach nutzen müssen, ja, um erfolgreich zu sein. Martin. Auch wenn ich weiß und viele wissen, wie diese letzten beiden Ergebnisse zustande gekommen sind, es waren trotzdem 5 Gegentore und 0 eigene. Ist das in irgendeiner Weise in Ihrer Vorbereitung thematisiert worden und soll das am Samstag auch in irgendeiner Weise, ja, soll bestimmt anders werden, aber liegt da ein bisschen der Fokus drauf? Ja, der Fokus ist ja grundsätzlich, wir haben ja schon einen Plan und eine Periodisierung, wie wir welche Dinge trainieren wollen und wie wir auch agieren wollen. Und jetzt im speziellen Fall, weil wir in den letzten beiden Spielen 5 Gegentore bekommen haben, jetzt nur auf die Defensive zu schauen, wäre, glaube ich, auch der falsche Weg. Ich glaube, wir haben in Stuttgart äußerst unglücklich verloren und haben jetzt einfach gegen Kiel eine richtig schlechte Leistung gezeigt. Und deswegen haben wir das Spiel auch verloren. Für uns ist einfach wichtig, dass wir unsere Prinzipien leben auf dem Platz. Und das bedeutet, wir verteidigen gemeinsam alle 10 Feldspieler und wir greifen gemeinsam an. Und da kann sich keiner rausnehmen. Wichtig ist einfach, dass unsere Führungsspieler auf dem Platz dann dementsprechend auch uns als Team diese Stabilität dann auch verleihen in der Führung. Und das erwarte ich von meinen Führungsspielern einfach, dass, wenn Widerstände kommen, so wie es jetzt am Sonntag war, und vielleicht mal das ein oder andere nicht funktioniert, ja, dass wir trotzdem unserem Weg treu bleiben. Und das erwarte ich gerade von meinen Führungsspielern, dass sie da auch Verantwortung übernehmen und vorangehen. Gut. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, wünschen allen, die uns nach Hamburg begleiten, eine angenehme Anreise und sehen uns dann kommende Woche wieder, entweder am Montag bei dem Länderspiel oder dann in der Trainingswoche. Bis dahin, schöne Zeit.